Mehr Abfuck geht nicht. Ja, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Super Mario 64. Ja, das, was da in den letzten drei Parts abgegangen ist, das war ja echt köstlich. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr das nicht gesehen habt, müsst ihr das unbedingt mal reinschauen. Und irgendwie frage ich mich, wie ich jetzt endlich da hochkommen soll. Ja, wir haben die Tic-Tac-Trauma-Welt absolviert und das war einfach nur blöd. Blöder geht's überhaupt nicht. No, und das war auch nicht. Das war auch nicht Super Mario. So. Ja, egal, dann machen wir es einfach so. Gut, ich hoffe mal, wir sind jetzt in der Welt angekommen, aber ich denke, wir sind in der. Ja, wir sind hier. Beim Secret Star. Unsere Aufgabe hier: 100 Münzen. 8 Red Coins zu sammeln. Und das ist hier auch bescheuert. Das Dämliche ist nämlich, wenn wir hier runterfallen, ja, dann, wenn wir runterfallen, was passiert dann? Dann, dürfen wir nicht das von neu starten, also, nö, wir, fallen dann wieder ganz runter und dürfen dann wieder ganz auf den ganzen Weg von ganz unten dem Schloss wieder hier hochrennen. Deshalb, Mario, ich bitte dich, dass du dich anstrengst und hier so schnell wie es geht dir die Münzen holst für den 97. Stern. Es wird wichtig. So, ich würde mal sagen, wir fliegen mal in diese Richtung hier. Das ist nah genug. Ja, und schon übers Ziel hinaus. Man sollte sich immer, was ich so empfehlen kann, immer an den Regenbogen, die hier sind, orientieren. Weil daran sieht man ja, wo man hin muss. Und immerhin kann man auch Stampfattacken ausführen, um hier auf den Boden zu landen. Komm her. Dankeschön. Ich gehe nämlich zu der da drüben. Weil die sieht mir noch ein bisschen einfacher aus. Oder komme ich da sogar hin? Ja, sollte doch möglich sein, oder? Oh, das ist aber nur ein One-Up. Na toll. Oh, da fliegt man sogar hindurch. Okay, ja, war doch gut, dass ich das nicht genommen habe. War doch gut. Wo muss ich jetzt hin? Ich sehe nichts mehr. Da, da. Da ist gut, da ist gut, da ist gut, da ist gut. Sehr schön. So, Coin Number 4. So, heißt, es gibt immer noch ein paar. So, ich gucke mich mal kurz um, wo wir schon überall waren. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Da oben waren wir definitiv noch nicht. Da oben wird wohl schlecht sein. Ich würde mal sagen, ich gehe erstmal wieder zur Kanone. Ja, ich gehe erstmal wieder da unten zu der Kanone hin, um mir ein bisschen wieder in Höhe zu gewinnen. Ach ja, das ist schon die erste spannende Aufgabe von den weiteren, die noch folgen werden. Aber ich denke, so viele Parts werden wir hier nicht mehr brauchen. Also ich denke noch so gut 4-5 Parts und dann ist das, glaube ich, schon zu Ende. Oh, und das war nix. Das war gar nichts. Aber ich denke, ich komme dahin. Ja, gut. Zu dieser Kanone. Aber hier gibt es keine weitere Dings, Fliegerkappe. Aber ich denke, wir sollten da trotzdem es schaffen, da hochzufliegen. Schaffen wir aber nicht. Na, egal. Oder doch, schaffen wir wohl. Und immerhin ist hier unten eine Wolke. Ansonsten wäre ich jetzt tot. Oder zumindest Mario. Das war die 5. Okay, fehlen immer noch. Oh Gott, ich glaube, da oben in dieser grauen Wolke ist eine. Da muss ich durchfliegen. Ugh. Boah, halb an der Kante hier. Oh. Ach du meine Fresse, ist das hier blöd. Und die Kamera tut mal wieder auch ihr Übliches, um mich zu nerven. Ich stell die nicht um. Die geht einfach weiter. So, aber da sollten wir doch einfach durchfliegen können, oder nicht wahr? Nee, schaffen wir nicht. Nicht genug Höhe, nicht genug Höhe.
Und auch nicht so weit fliegen, Mario. Ich will zu dieser nächsten Kappe hier fliegen. Boah, ey. Das nervt. Und auch wenn es wieder laggt. Erstmal lieber auf einen sicheren Standpunkt landen. Weil es ist mir zu gewagt, wenn, na, komm schon. Mann. So, genau, zu der Kanone möchte ich. Sollte man immer nutzen. Schon reingeflogen. Ich merke auch hier, dass es diese Welt ganz schön viel, ja, richtig heftig ist. So, dann fliegen wir mal da hoch, zu dieser Wolke. Diese schwarze Wolke. Sieht mir aber nicht danach aus, als würde das klappen. So hoch kommen wir nicht. Dann fliegen wir zu dem da, zu der Kanone. Ich hoffe, das schaffen wir irgendwie. Ja, sieht gut aus. Mal schöner draufrutschen ist immer auch eine sichere Wahl. Ich glaube, wir gehen erstmal geradeaus. Hier hin. Auf diese dicke Wolke. Hier. Jetzt muss ich mich aber beeilen, weil so lange haben wir das, die Flugkappe auch nicht mehr. So, also das war zu niedrig. Dann machen wir das so. Und fliegen dann wieder drüber. Das war mir schon klar. Von vorne herein. Auf gut Glück. Wow. Das war mehr als gut Glück, was wir hier haben, gehabt haben. Und hier ist auch der Star. Aber das, was ich gemacht habe, war ja natürlich, weil ich zu der, weil ich die Kappe brauchte. Weil ich denke mal, so lange hätte die nicht mehr angehalten. So, ich werde natürlich es nicht schaffen, über diese Stangen dazu kommen. Aber dann holen wir uns erstmal hier eine weitere Tarnkappe. Wir sind jetzt ein bisschen höher. Aber wie soll ich denn da bitte hier hochkommen? Das geht doch höchstens über diese Kanone da. Und das war Fail. Einfach nur Fail. So, da bin ich wieder. So. Den Weg da wieder hochzufliegen, habe ich euch mal erspart. Ah ja, und was das jetzt hier gerade wieder war, keine Ahnung. Irgendwie, denke ich mal, kann ich es schon wieder sein lassen. Weil ich erstens nichts mehr sehe. Ah doch, jetzt sehe ich wieder was. Ja, dann fliegen wir erstmal dahin. Ah ja, danke Mario. Ach, es ist doch echt wunderschön, das Spiel. Ach ja, es ist doch immer schön. Ich habe euch mal den Weg hier hoch wieder erspart. Weil das brauchen wir nicht. So, immerhin haben wir jetzt einen Vorteil. Die ganzen Kanonen sind jetzt schon offen. Meine Güte, ey, ist das echt bescheuert. Oh, ey, das ist echt, echt, echt nicht zu glauben. Ja, also es ist die erste wunderschöne Aufgabe und ich denke, dass wir auch in den weiteren hier richtig Spaß haben werden. Das ist ja nur sozusagen eine Aufwärmrunde für die noch letzte Welt, die auf uns wartet. Und ich denke, die, werden wir erst wahrscheinlich im nächsten Part sehen, wenn das so weitergeht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, diese da oben ist auch richtig fies. Ich guck mal, dass ich die jetzt schon direkt hole. Aber das wird wohl nix. Nee, das wird nix. Diese Kamera ist echt bescheuert. Man sieht nichts. Jetzt macht sie nämlich genau das, was sie ja sonst eigentlich immer machen soll. Nämlich nach oben. Nach unten. Also hinten immer die hinter Marios Rücken bringen. Aber sonst macht sie das nicht. Das ist echt. Also auch nur beim Fliegen so.
Wann ist das denn endlich zu Ende? Das ist einfach bescheuert. Und damit geht der Spaß in die nächste Runde. Ich habe euch den Weg mal hier hoch erspart. Es ist echt der Wahnsinn hier. Also was... Nee. Also vielleicht merkt ihr es auch schon, das ist bestimmt nicht das zweite Mal, was ich hier, wie ich jetzt diesen Kurs betrete. Es ist nämlich inzwischen das vierte Mal. Und das, was hier einfach abgeht, das ist absolut nicht in Worte zu fassen. Also... Ich weiß das natürlich alles, was hier abgeht, aber trotzdem ist es einfach nur bescheuert. Und das war einfach nur dumm. Und der nächste Versuch geht weiter. Was soll man dazu noch sagen zu dieser blöden Aufgabe hier? Das ist echt einfach nur bescheuert. Also, ja. Der Tic-Tac-Trauma ist eine Sache, das hier ist noch eine ganz, ganz andere. Eine wirklich ganz andere. Oh, diesmal bin ich nicht in der Wolke hängen geblieben, okay. Das ist echt eine ganz andere Sache hier. So, damit haben wir schon wieder drei. Aber es ist einfach nur unglaublich. Wie ich schon bereits sagte, einmal runterfallen und es ist alles vorbei. Alles. So, das war mal gut gemacht. Gut gelandet. So. Jetzt müssen wir zum nächsten aufgehen. Uns aufmachen. Erstmal diese Kappe wieder nehmen. Weil hier haben wir nicht so viel Platz. Ich würde erstmal sagen, ich hole mir wieder. Gehe erstmal zur Kanone. Und weiter geht's. Mir fällt nichts mehr ein. Mir fällt absolut nichts mehr ein. So viele Versuche, wie ich jetzt hier schon verlustige, keine Ahnung was, mir fallen keine Worte mehr ein. Das ist einfach nur bescheuert, was hier abgeht. Einfach nur so richtig bescheuert. Weil mit dieser Flugkappe ist die Steuerung so unheimlich bescheuert. So, damit hätten wir schon mal drei. Und ich denke, die vierte werden wir auch noch holen. Aber dann warten wieder die restlichen lustigen Dinger. Ja, dieser 97. Stern, der wird uns noch lange wohl beschäftigen. Und genau auf die Coin drauf. Fand ich jetzt mal cool. Ich würde erstmal sagen, wir fliegen jetzt zu dieser Insel hier. Moment mal, die haben wir gerade geholt. Dann sind wir dahin gegangen. Ja, ich würde sagen. Dass wir erstmal dahin fliegen. Oh, es wird aber knapp. Das wird knapp. Sollte aber passen. Ja, doch, passt auch. Okay. Okay. So. Nächste Sache, wo geht's jetzt hin? Geht's hier hoch? Okay, wir haben das One-Up. Toll. Das wollte ich aber nicht. Ich will lieber die Coin haben. Habe ich die jetzt eingesammelt? Nee, habe ich nicht. So. Immerhin sieht man das dann auch so ein bisschen. Alter Schwede. Kann dieser Lag jetzt auch mal aufhören? Danke. So, lieber zur Sicherheit eine Stampfattacke machen. Dann landen wir schön und ohne Probleme auf dieser bescheuerten Insel. Meine Güte. So, dann gehe ich doch erstmal zu dieser Coin. Weil da kann ich ja nicht durch. Also da fliege ich ja durch.
Und ich merke schon, dass es mal wieder ein Fail war. Egal. Egal, da oben ist auch eine. Ja, komme ich aber trotzdem nicht hin. Komm, jetzt sollte ich die aber kriegen. Sehr schön. Dann machen wir erstmal Zwischenhalt auf der zentralen Wolke. So, wie viel haben wir jetzt? Wir haben 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5, genau. So, 2 habe ich noch gesehen. 2 gibt's da, auf der Insel. Ja, genau, da auf der Insel. Eine, die da hängt und eine, die da oben ist. Aber wo zum Henker ist die letzte dann? Das wäre noch schön zu wissen. Ist die vielleicht da? Nee. Nee, da waren wir auch. Da werde ich wohl gleich suchen dürfen. Ja, nehmen wir doch lieber eine neue Kappe mit. Nicht so schnell, Mario. Wir haben Zeit. Da? Nee, da waren wir auch schon. Oder nee, es ist so eine durchsichtige. Da war aber nur das One-Up drin. Wo geht's denn jetzt weiter? Auf jeden Fall sieht dieser Versuch schon mal deutlich besser aus als die vorherigen. So, wenn ich jetzt erstmal auf der Wolke drauf bin, dann ist es auch okay. So. Nummer 6. Viel ist es nicht mehr. Das One-Up nehmen wir jetzt uns auch noch mit, wenn uns das schon gegeben wird. Was ist denn da auf der Wolke? Ne, da waren wir auch... Oh, ach so, hier gab es 2. Okay. Okay, sieht gut aus. Sieht doch ziemlich gut aus. Das heißt, nur noch einmal zur Kanone gehen und dann zur Stange. Und ich bete, dass das jetzt endlich klappt, weil ich habe keine Lust mehr auf alles hier. Ich sehe nur nichts. Das ist gerade das Problem. Oh, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wir brauchen die Kanone nicht. Wir brauchen die Kanone nicht. Ah, wir brauchen sie doch. Aber egal, ich sehe sie jetzt besser. So, es ist mir jetzt auch egal. Ich setze hier wieder ein Safe State. Es ist mir jetzt sowas von egal. Weil ich habe, ich bin da jetzt ganz ehrlich, ich habe bestimmt 6, 7 Versuche oder so, sitze ich hier dran und... Das ist der beste Versuch von allen und das soll jetzt endlich klappen. Weil ich habe so keine Lust mehr. Okay. So, einfach nur noch runterfallen lassen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ist mir sogar okay, wenn wir runterfallen. Wir landen ja exakt drauf. Jetzt nur noch dieses Ding hier einsammeln. So, und dann jetzt den Stern einsammeln. Oh, danke. 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 Alter, das war mal wieder richtig Abfuck. Meine Güte. So, hätten wir das auch erledigt. Ein geheimer Stern des Schlosses. Ein richtig übler. Gut, ich würde sagen, das hat ja mal wieder richtig Spaß gemacht. Oder auch eben nicht. Im nächsten Part werden wir uns die letzte Welt anschauen. Und dann da noch eine Menge Spaß haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.